YouTube läuft. Edan Hart Run 2. Toran. So, was haben wir denn? 8er Tierrate, den Nail, natürlich. Gut Damage. Mindestens 2 Herzchen, das ist doch nett. Das ist ein schöner Start. Ja, sowas hätte man gerne, wenn die Streak ein bisschen höher ist. Jetzt könnten gerne mal so ein Kackding kommen hier. Das ist übrigens ein hässlicher Raum. Das war dieser Stab, der vor mir rumtänzelt, ne? So ähnlich wie der Finger. War, glaube ich, ganz cool sogar. Ja, wie der Finger, nur nicht über die komplette Range, sondern... Macht der eigentlich auch die Dinger hier kaputt? Jo, macht er. Nice. Doch, habe ich eingesetzt. Ich hatte am Anfang eine Pille. Die habe ich gleich eingesetzt, weil ich ja den Nail hatte und mir ist nicht so, war nicht so schlimm mit, also ob 8 oder 9 der Tierrate wäre nicht so schlimm gewesen und ob, ein HP weniger oder so wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Dementsprechend habe ich die Pille geused und das war eine Retro-Pille. Mache ich normalerweise nicht, aber in dem Fall war es jetzt nicht schlimm, die Pille zu nutzen. Und die Streak ist auch erst bei 2, ne? Eigentlich gar nichts davon. Eine Bombe will ich mir zurückkaufen jetzt aber. Okay. Noch einen Schlüssel kaufen? Nee, ne? Gehen wir zum Boss. Oh, ich glaube, das ist recht stark mit dem... Dieser Knochen da, ne? Ich weiß nicht, wie das heißt. Kieferknochen? Ne, ich weiß es nicht genau. In der Eden ist der geilste Char. Bin aber voll der Noob und hab nie Eden-Tokens, weil ich die dauernd verbrauche. Ja, gut. Das darfst du natürlich nicht machen, ne? Aber das ist so, klar. Am Anfang ist das so. Ich weiß nicht, wie lange du schon Isaac spielst, aber Eden-Tokens hat man am Anfang recht wenige. Weil man ja auch mit den anderen Chars nicht so oft das schafft, wenn man noch nicht ganz so gut ist. Ist halt so, ne? Der Lauf der Dinge. Eine Pathrow nicht. Und schaffen geht mir es gar nicht. Eden macht halt Spaß. Ja, aber du kriegst ja nur Eden-Tokens, wenn du mit anderen Chars das schaffst. Das meine ich damit. Okay, Freeze-Effekt haben wir auch noch. Ah, ne, das ist Mom, Iron Your Back. Oh, nice. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit man kommen muss, um einen Eden-Token zu ergattern. Ja, ist geil, ne? Mit der Neugier. Deswegen mache ich das ja auch. So, hier nehmen wir das Ding hier. Oh, hat der mich echt getroffen? Really? Ein Arsch. Oh, guck mal. Nice.
Mom's Hard Diffs, Ultra Creed, okay. Ah gut, da kommt man ja schon recht oft hin, ne? So, ich hätte schon gerne einen Schlüssel noch für einen Job. Nicht Job, sondern Job. Geil. Ah! X-Stein, dankeschön. Aber keine Bomben. Vielleicht könnte man seine kaufen. Eine Battery würde auch funktionieren. Nice. Hätte gerne beides. Ich hätte gerne beides, ich hätte gerne obwohl beim Boss brauche ich eigentlich das Ding gar nicht, ne? Dann machen wir das so. Ah, das ist das Dummste, was passieren kann. Ja, das ist wurscht. What? Perthrow. Yeah, baby. Es ist recht wurscht, ne? Wie man es gemacht hätte, es wäre falsch gewesen wahrscheinlich. Ja, geil, ne? Arigato. Moses hier, Moses San. Hätte es erst Boss machen sollen, dann wäre der Charge voll, dann blauen Stein damit kaputt machen, Batterie und dann in der... Stimmt, hast du recht. So. Hast du recht. Dann wäre die Batterie umsonst gewesen. Das ist korrekt eigentlich. Oh fuck. Na egal, nicht so wichtig bei dem Bild, ne? Naja, was willst du da machen? Arsch war das.
Mr. No, was? Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Ninja Gaiden-Zeiten oder was? Fuck. Warum? Soll ich nicht in den Itemraum? Ach, erst das Ding holen, meinst du? Oh. Eigentlich genug Münzen zusammenbekommen, ich glaube es irgendwie nicht. Gefährlich, ich hab's noch gedacht, aber. Kein Glück, ne? Hm, die 10 Münzen krieg ich leider nicht. Am Freitag ein Geblüsch. Ich war ganz kurz drin, aber nur ganz am Anfang. Und hab hier irgendwas eine durchgespielt. Ohne Options und more Options. Richtig geil. Ja, das stimmt, aber die muss man halt erstmal bekommen, ne? Ah, ich kriege ich aber nicht. Ich habe weder Bomben. Naja, ich kann erst zum Boss gehen. Das könnte ich noch machen. Double Ragman, natürlich. Das gibt eine Münze, ne? Yay! Super. Ja, fliegen kann ich auch nicht. Willst du machen? Warte, was soll ich denn noch machen? Ich habe alles abgegrast hier. Nicht weitergehen. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Oh, gar nicht schlechte Idee. Stimmt, der kann über Abgründe drüber latschen, ne? Mehr was dafür? Ne. Oh, ich bin falsch. Song Request übrigens, das war nicht mein Fehler. Es gab jetzt ein Update von meinem Bot, von meinem Streamlabs Chatbot, ehemals Ankbot. Und die Funktion Spotify zu nutzen ist jetzt komplett rausgenommen. Also anscheinend funktioniert es einfach nicht mehr seit dem neuesten Spotify Update. Lag also zum Glück, was heißt zum Glück nicht an mir? Zum Glück ist eigentlich falsch gesagt, weil ich hätte es ja gerne weiter genutzt, ne? Also ich muss mir eine andere Möglichkeit überlegen. Oder es gibt ab sofort wieder nur YouTube. Was ich sehr schade finden würde, weil Spotify ist qualitativ schon geiler als YouTube, aber... Ja, das Problem ist mit YouTube, ich würde es ja gerne machen, aber ich kann es halt immer noch nicht machen. Und gleichzeitig aufnehmen, ne? Für YouTube aufnehmen, weil dann eben Zeugs läuft. Und das ist schlecht. Und da ich die Runs definitiv aufnehmen will, muss ich erstmal eine andere Möglichkeit suchen.
Ich würde sehr gerne eigentlich YouTube nehmen. So ist ja nett. Ich hätte gern beides. Spotify hat mit YouTube nichts zu tun. Es ist so, ich lasse normalerweise Spotify, Song Request über Spotify laufen. Das heißt, oder jetzt momentan lasse ich auch Spotify laufen, weil ich Spotify, das war blöd, weil ich Spotify ausschalten kann für meine YouTube-Aufnahme. Ja, weil wenn Musik läuft für meine YouTube-Aufnahme, dann darf ich es auf YouTube nicht veröffentlichen. Und mit YouTube selbst geht das noch nicht, weil YouTube keine App hat, die ich... Oh, da ist noch so ein anderer. Den habe ich gar nicht gesehen. Der lebt immer noch. Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Guck mal, da oben ist... Hier. Zack, gehen wir rein. Ach, Bumbo. Deswegen kann ich leider kein YouTube nehmen. Bring mal die Keeper und die Realbomb-Maschine gleichzeitig. Warum? Warum sollte ich das machen? Du meinst hier im Shop oder was? Gut. Bombe verschwendet. Oh. Ist klar, geiler Raum. Aber eine Bombe verschwendet, ne? Was haben wir hier denn? Ach, die Chaos-Card, guck mal. Mag ich auch irgendwie überhaupt nicht, die Chaos-Card, ne? Also ist schon geil, aber ich schieße oft, da geht daneben. Dem Ding. Gib mir noch eine Münze oder sowas jetzt. Oh, die Chance ist real auf noch zwei Münzen. Oder auch nicht. Das hier? Oh, ich hätte die schon gerne, ne? Aber ich krieg's halt nicht. Puh, ganz ehrlich, was will ich mir hier kaufen? Das ist alles Bullshit. Super Secret war ich schon. Nein!
Was denn? Mach ich doch schon. Ja, meinen beiden schon. Keine Angst. Nice. Mir eine Battery getraubt gerade. Ja, okay. Muss ich jetzt aufnehmen, ne? Kein Problem, alles gut. Zucker. Danke. I can see forever. Ever, ever? Ah, ich häng da fest in der Ecke. Scheiße. Ich häng in der Ecke fest. Weil das Ding schon aufgegangen ist hier. Geil ist das denn? Was ist los? Was in der Ecke festhängen? Na, also nicht schlimm. Also gut. Habe ich hier die I Can See Forever jetzt schon eingesetzt? Ja, ne? Oder habe ich, sonst wäre der Geheimraum nicht aufgegangen. Okay. I can see forever. Zweimal I can see forever Pille. Oh, Traum. Oh, wie aggro sind die denn bitte? Leckt aber trotzdem dauernd. Kann sein, dass ich keine Qualitätseinstellungen habe, mal wieder. Na doch. Das ist komisch. Das liegt dann an deinem Netz.
Ja, stell mal die Quali ein bisschen runter, oder? Guck, ob es das auch, oder vielleicht auch automatisch oder so, könnte vielleicht schon reichen. War jetzt hier wirklich kein Dings drin? Ja, ich habe Quali-Einstellung, ich habe geguckt. Ansonsten sagt mir das immer, wenn ich das nicht habe, dann starte ich den Stream immer mal wieder neu und gucke, ob ich die bekomme oder nicht. Okay. In 4 Monaten sind mir die Qualitätseinstellungen eh egal. Da freut er sich drauf, der Kimi. Ist auch geil, ne? Wenn es konstant läuft. Ich will mal das Beste hoffen für dich. Hi Nilo, grüß dich. Ach, da oben hast du schon mal geschrieben. Sorry. Ui, Isaac, ja klar. Wenn es nicht, ja, bestimmt bei Telekom ist das gut. Kriege ich leider nicht. Oh, das ist geil. Aua. Hoppa. Ich kann leider nur über Kabel. Ich habe zwar eine 400K-Leitung, aber die kommt normalerweise halt nicht rein, ne? Leider. Aber ist in Ordnung. Also ich bin zufrieden mit meiner Leitung. Ich kann alles downloaden, ich kann alles gucken in der Stärke, in der ich es brauche. Ich kann alles hochladen. Ist alles vollkommen in Ordnung, ne? Die schalten nur auf Stabilität und wenn nicht mal das Mindeste ankommt, bekommst du den Vertrag erst gar nicht. Der Verteilerkasten bei mir aber 3 Aufträge weitersteht, Aufgänge weitersteht und dort im August, September allein kann und Super Victory umgeschaltet wird, umgetauscht wird, ist die 250k safe. Ja, ist doch geil. Freut mich. Justice. Really? Alles klar, ist jetzt halt eine Mini-Piss-Range, aber geiler Damage. Kabel. Habe ich gerade und merke in den Ferien, dass Mist ist. Red Medium halt, ja, das ist halt das Problem. Ja, bei mir ist auch nicht so gut, weil ich halt
Weil das bei uns die einzige Möglichkeit ist. Ich wohne zwar auf dem Dorf, aber es ist halt die einzige Möglichkeit, die die Leute haben. Und somit hat halt jeder das. Und das merke ich schon. Zu den Stoßzeiten geht es halt schon runter. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und mein Upload, da das keiner nutzt, außer ich, ist vollkommen gut. Und ich, wie gesagt, alles gut. Ich komme gut damit zurecht. Oder ein Secret gut umgehst, nimm das Trinket. Dann hoffe, dass Creed kommt. Greif ihn erst an, wenn er Gegner spawnt. Kill ihn und falls er einen Steam Sale droppt, sofort raus teleportieren. Und wenn du wiederkommst, ist Steam Sale nicht da und du kannst ihn nochmal besiegen und noch einen bekommen. Ja, was Stress. Also ich kenne das. Ja, ich kenne die Systematik, aber was ist das denn für ein Raum? Auch noch nie gesehen. Ich kenne die Systematik, aber das wird zu viel Stress. Und das bei so einem Bild, den ich gerade habe, ne? Wo es halt echt vollkommen wurscht ist. Aber guter Tipp, ja. Das ist auf jeden Fall. Ja, oh, Bumbo. Hör doch auf mit dem Scheiß. Ihr schreibt so viel. Optos Party hart, ja. Hat Reroll? Optosis rerollen? Genau. Der Couchbert, hi, grüß dich. Achso, Proptosis, ja, ein klassisches Reroll-Item, das stimmt. Oh, was ist das? Balls of Steel. Ja, ist schon krass, das Bild, ne? Jetzt noch Guppy und dann gute Nacht. Oh, das ist auch nice. Druck! Der Couchbird. Oh, okay. Ja, super. Ist noch Dullraiser? Ja. Jetzt eigentlich gar nichts mehr. Einfach schnell durch und den nächsten Run starten, ne? Komm schon. Oh, ich muss ganz aufhören, wegen dem Schuss nach hinten, ne? Naja, ist schon klar, aber... Es ist recht Wumpe in dem Run, was jetzt noch kommt. Ich weiß, die meisten Leute, ihr auch, ihr seid so halt, hier, gib Vollgas und mach hier noch, wenn du schon ein geiles Ding hast, dann mach noch mehr und noch mehr. Aber das brauche ich nicht. Ich will ja nur die Streak gewinnen. Ich hab's lieber, dass meine Runs so... Naja. War klar, dass die mich treffen. Dass meine Runs so ein bisschen gut sind immer, ne? Die müssen nicht mal so stark sein, meine Runs. Ich will einfach nur es schaffen halt.
Sigurons hatten wir genug in den letzten 2000 Stunden Spielzeit. Sowas will ich haben. Aber bringt gar nichts mehr. Ich bin schon bei einer 5er Tier Raid. Okay. Sowas will ich haben. Okay. Ist das sick genug? Kitty lay down, ja. Mehr, 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 immer mehr. Ist immer mehr. Kakao wäre sehr interessant jetzt, ja. Würde ich auch, glaube ich, weiß nicht, soll ich das, würde ich das mitnehmen jetzt? Pff, kein Plan, warum eigentlich? Und lecker, das stimmt, ja. Max Kakao nicht, doch, ist ein geiles Item. Kakao ist echt ein geiles Item, weil du kannst das halt so machen. Du kannst mit Wurms hauen, du hast Säumilk, du hast vom Prinzip halt mehrere Items auf einmal. Es ist halt nur nervig, weil du halt die ganze Zeit klicken musst, ne? Fuck. Als Item und als Getränk. Wie kann man den Kakao nicht mögen? Als Getränk? Ach, geil. Ach, da lebt noch einer. Answers. Mich ist Gift. Kann man jetzt sagen, wie man die Glyphs freischaltet? Ja, einfach oft genug, ich glaube, einfach mal ein paar Mal töten und irgendwann hat man dann automatisch die Glyphs. Ah, Bumbo. Mach nicht diesen. Er macht nicht diesen, Bruder. Zehnmal, okay. Das wusste ich jetzt auswendig, nicht? Ah ja, Wortus, grüß dich.
Oh, aua. Mal besiegt und auch mal. Normalerweise stimmt das schon. Hast du eine, die Heavy Isaac gerade aussieht? Warum? Hast du zufällig eine Mod installiert oder so? Du darfst keine Mod installiert haben, ne? Das ist dir klar. Alle Mods deaktivieren, ansonsten zählt das nicht. Alles klar, Leute. Lebt noch was? Hier. Okay. Keine Mod. Habe ich auch nur noch so in Erinnerung. Ich glaube 11-mal sogar. Ich war irgendwie so eine krumme Zahl. Ist das sick, oder? Die Leute wollten's. Die Leute wollten's. Er sagt nochmal, der Chocolate Milk ist nicht gut, ne? Ich weiß nicht. Lest doch nach. Warte mal. Muss eh mal hier Dings aufmachen. Gib dir einen Link, da kannst du alles nachlesen. Ja, bitteschön. Sehen eigentlich meine Bomben aus, ganz normal. Ja. Balls of Steel. Danke, bis gleich. Ja. Alter, ist das riesig. Oh, Alter. Und der Typ kommt auch noch zu mir, geil. Oh, ein Spectre hier ist aber auch noch. Haben wir eh schon. Wenn Chocolate Milch sowas macht, sollte ich mehr davon trinken. Ja, du kannst aber auch kleine machen, ja. Haha! Hat mich getroffen. Ah ja, Vibrim, grüß dich. Nein, nein, nein. Obwohl dieses Mascara jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht wäre, aber... Das muss jetzt nicht sein, ne? Tschüss, Blue Baby! Das war mal geil. Das war mal cool, ne? Sehr cool. So, bin gleich wieder da.